Leute, ich bin Kado und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Es gibt meinen Lesemonat. Ich habe 36 Bücher beendet. Ich bin fleißiger als letztes Jahr auf jeden Fall. Meine Leseflaute, von der ich ein bisschen Angst hatte, ist auf jeden Fall nicht wiedergekommen. TBR-Update. Ich habe nur noch ein Buch von meinem TBR offen. Ich war, wie gesagt, sehr fleißig, vor allem am Anfang des Monats. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, was ich gelesen habe. Ich habe so Bücher zusammengesucht und ich war so, das habe ich letzten Monat erst gelesen. Erster Reminder. Wenn ihr meine Bewertung zu den Büchern sehen möchtet, einmal in der Kapitelübersicht findet ihr meine Bewertung, weil ich es meistens selber vergesse, irgendwie einzublenden oder zu nennen. Dementsprechend, ihr findet es da und eben auch unten in der Videobeschreibung drin. Und der zweite Reminder ist, gerne meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr neu hier seid. Wir sind auf dem Weg zu 500 Abonnenten. Dementsprechend würde es mich sehr freuen, wenn ihr hier bleiben würdet. Und ansonsten auch gerne dem Video ein Like geben würdet, wenn euch das Video gefällt. Und zwar, es kam ja mein Sommerbuchvideo nicht, ich habe mir keine Bücher bestellt, aber eins der Bücher, was ich da auf jeden Fall lesen wollte, habe ich direkt zum Anfang des Monats gelesen, was auch auf meinem TBR war, und zwar Funny Story von Emily Henry. Das neue Buch von ihr, und ich war so gespannt, es klang richtig gut. Alle ihre Bücher vergleiche ich immer sehr stark mit People We Meet on Vacation. Ihr wisst, ich vertausche da mit Matt und Meet und ach, weil das mein Lieblingsbuch von ihr ist und ich diese ganze Atmosphäre einfach so schön fand. Ja, ich versuche in einem anderen Buch von ihr denselben Vibe zu finden und bisher hatte ich es leider nicht. Auch das Buch war es leider auch nicht. Ich fand es gut. Ja, ich hatte so mittig im Buch hatte ich so ein paar Probleme, weil es dann doch ein bisschen langatmig wurde. So teilweise, ich habe da auf jeden Fall ein bisschen was anderes erwartet von diesen Sommer-Adventures-Ding. Dann habe ich mit einem Fantasy-Buch weitergemacht, was auch auf meinem TBR war. Und zwar This Violent Delights. Und ich sage euch mal einen kleinen Spoiler dazu. Also nicht Spoiler zu dem Buch, sondern Spoiler zu der Reihe, nicht inhaltlich. Ich habe den zweiten Teil auch schon gelesen, aber diesen Monat, weil ich war so gespannt darauf, den zweiten Teil zu lesen. Ich würde euch gerne noch viel von dem Inhalt sagen, beziehungsweise worum es ging oder so. Aber dadurch, dass ich habe für mich gestern den zweiten Teil beendet, ich glaube, ich habe mehr den zweiten Teil jetzt im Kopf als den ersten. Ich fand die Schreibart von dem Buch richtig gut. Es ist ein bisschen anstrengend, da hinterherzukommen. Ich hatte auf jeden Fall bei dem ersten Teil nicht so viele Probleme wie bei dem zweiten Teil, um hinterherzukommen, weil einfach dadurch, dass ich hatte dann meinen ganzen Monat schon fertig gelesen und zwei, drei andere Bücher und dann halt eben den zweiten Teil hierzu. Und da war dann der Inhalt irgendwie dann doch schon flöten. So fand ich es ein mega Fantasy-Buch. Mal was total anderes. Es ist an Romeo und Julia angelehnt. Ja, ich bin sehr gespannt auf ihre anderen Bücher. Ich habe mir noch andere Bücher von ihr bestellt. Wie gesagt, das seht ihr dann spätestens im Neuzugangsvideo, falls ihr es nicht schon im Vlog gesehen habt. Ihr Schreibstil fand ich auf jeden Fall mega gut. Ein weiteres Buch von meinem TBR war einmal Better Than the Movies. Mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich dachte, dieses Buch wird mega, mega gut, weil ich so viele kritische, vor allem kritische Booktuber gesehen habe, die das Buch extrem geliebt haben. Ich fand das Buch nicht schlecht. Überhaupt nicht. Es war eine mega cute Geschichte. Ich verstehe auch den Aspekt, wieso Leute das so sehr mochten. Mit einer anderen Zielgruppe wäre es mehr für mich gewesen. Es ist sehr Young Adult. Und ich habe oft bei Young Adult, das ist so süß, ich bekomme gleich Karies vom Lesen so mäßig. Man merkt halt einfach eben diese, an welche Zielgruppe es geht. Und dieses Problem hatte ich hier. Sonst, die Kapitel waren eigentlich recht lang und meistens hatte ich halt wirklich, mein Interesse war irgendwie nicht so ganz geweckt. Aber sonst war es eine ganz cute Geschichte, man konnte es auf jeden Fall lesen. Aber ich hatte ja noch zwei andere Bücher von ihr gelesen, mit denen war ich auf jeden Fall ein bisschen besser aufgehoben. Ich glaube, das nächste Buch war auch auf mein TBR. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es mit auf mein TBR gepackt, damit ich es endlich beende, und zwar How to Kill Your Family. Ich hatte jetzt, wo ich das jetzt nochmal angefangen habe, noch mehr Probleme als beim ersten Mal, wo ich es angefangen hatte. Es war ganz angenehm zu lesen. Ich mochte den Schreibstil wirklich gerne, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz abgeholt und ich glaube, so, es war mir zu anstrengend und ich glaube, viele Tode habe ich auch einfach nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin waren, wisst ihr. Ja, man konnte es lesen. Man muss es aber nicht tun. Ich habe so das Gefühl, ich wasche so ein bisschen durch, damit das Video nicht allzu lang wird. Das tut mir mega leid. Ich weiß, ich sollte eigentlich mehr auf den Inhalt eingehen, aber dadurch, dass es immer so viele Bücher sind, tue ich es meistens nicht. Und vor allem die Bücher, die ich zum Anfang des Monats gelesen habe, da kann ich mich meistens schon nicht mehr dran erinnern. Außer es war so ein mega Highlight wie das nächste Buch. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher aus diesem Monat, Silver Springs. Und um euch einfach zu überzeugen, dieses Buch zu lesen, werde ich auch darauf auf den Inhalt eingehen. Und zwar ist das das neue Buch von Polly Harper. Ich habe eine andere Reihe von Polly Harper gelesen, die ich extrem geliebt habe. Und da mussten natürlich ihre neuen Bücher jetzt auch mit dabei sein. Und ich muss sagen, ich habe den
E.T. ein bisschen vercheckt. Und zwar geht es hier einmal, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Estelle, und er hieß irgendwas mit R. Weed. Estelle ist vorbestraft, beziehungsweise sie muss Sozialstunden absitzen. Und diese tut sie, indem sie ein Praktikum bei einem Kindercamp macht. So ein Sommercamp für Kinder. Dieses Geheimnis, weshalb sie vorbestraft ist, beziehungsweise halt, ne, zieht sich durch das ganze Buch. Reed hat seine Vorurteile. Und dieser Aspekt hat mich sehr stark an ihr erstes Buch, was ich gelesen habe, erinnert. Und zwar Lovely Hearts, der erste Teil ihrer anderen Reihe. Hier hat es mich sehr verwundert, weil ihre andere Reihe ist aus der dritten Sicht geschrieben. Die vergleiche ich immer sehr oft mit Redwood Love, weil es so ein ähnlicher Vibe hat. Und hier, die ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, also wird es wahrscheinlich noch anderen ein bisschen mehr zusagen. Aber von diesem Vibe, er hat Vorurteile gegen sie und sie hat eigentlich nichts getan, außer zu existieren und ihm wurde was gesagt. Hat es mich sehr stark an den ersten Teil ihrer anderen Reihe erinnert, weil es da so eine ähnliche Dynamik war. Liebe die Idee mit dem Sommercamp. Ich habe das bisher noch nirgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es... Es gibt es safe, aber ich habe es nicht gelesen. Ich habe das oft in Büchern, dass ich finde, dass die Kinder nicht authentisch geschrieben sind. Irgendwie passt es für mich nicht zusammen. Ich habe noch nie so ein Kind gesehen, das so schlimm war wie aus einem anderen Buch, wo ich es extra rausgelassen habe. Deswegen sage ich jetzt das Buch erstmal nicht. Bei Polly Harper habe ich das Problem überhaupt nicht. Und hier hat man einen Haufen von Kindern, aber nur halt so ein paar, die immer und immer wieder Gesprächsthema sind. Fand ich halt wirklich sehr authentisch geschrieben. Also hier hatte ich nicht mal ein Problem mit den Kindern. Es war eine sehr schöne Atmosphäre. Das Cover ist mega schön. Also hätte ich jetzt ein neues Sommerbuch-Empfehlungsvideo gemacht, wäre das auf jeden Fall mit drauf gewesen. Ich habe was vergessen gestern. Und zwar, ich habe Solo Leveling 4 und 5 auch beendet. Die hatte ich beendet, wo ich bei meinem Bruder war. Und ich habe mir nichts auf den Stapel gelegt, damit ich dann denke... Ja, ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt ausschaut mit dem Weiterlesen. Ich werde bei meinem Bruder weiterlesen. Ich werde mir wahrscheinlich Solo Leveling nicht weiter kaufen, weil bisher hat es mich jetzt wirklich nicht. Also der erste Band war wirklich gut und danach ging es für mich so irgendwie, naja, holt es mich jetzt nicht so ganz ab. Wahrscheinlich gebe ich meinem Bruder auch die ersten drei Bände, die ich hier habe. Und ja, werde dann bei meinem Bruder weiterlesen. Und wenn ich merke so, ey, oh jetzt, ich habe echt keinen Bock mehr, dann lasse ich es auch einfach. Und jetzt geht's weiter mit irgendeinem anderen Buch. Dann haben wir auch schon den ersten Manga für diesen Monat. Und zwar hatte mir Nancy, die Braut des Magiers, in die Hand gedrückt. Nancy liest nicht viele Mangas. Das ist einer, den sie gelesen hat, beziehungsweise am Lesen ist. Und ja, wer bin ich zu sagen, nein, ich lese es jetzt nicht. Dachte, ich habe mehr Probleme mit dem Zeichenstil, als ich im Endeffekt hatte. Es ist okay. Ich bin interessiert daran, weiterzulesen. Ob es jetzt wirklich viel für mich ist, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, wenn ich das nächste Mal bei Nancy bin, was hoffentlich nicht allzu lange dauert, ich vermisse Nancy, dass ich mich dann vielleicht mit ihr hinsetze und dann lese ich das einfach bei ihr durch oder so. Weil ich habe noch andere Bücher von ihr hier, wozu wir auch gleich kommen werden und die muss ich ihr dann auch wieder zurückgeben. Dann habe ich mit einem Manga von mir weitergemacht und zwar einmal Tokyo Rangers Bargees Brief 3. Ich glaube, die hatte ich am Anfang des Monats komplett zusammenbestellt. Ich weiß es nicht. Kam einmal das raus und Dragon Ball Super 21 und dann habe ich mir die beiden zusammenbestellt. Ich fand den Teil jetzt noch langweiliger als die anderen beiden. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Also nicht raus aus Tokyo Rangers. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Band rauskommt. Ist der schon rausgekommen? Bargees Brief bekommt jetzt sogar noch einen fünften Teil? Scheiße, ist langweilig, Bro. Kommen wir wieder hierzu. Aber ich werde es wahrscheinlich weiterlesen, weil es Tokyo Rangers ist. Und es geht um Shifuyu. Und ich liebe Shifuyu. Er kam am 30. Juli. Jedenfalls, das hier ist es nicht für mich. Habe ich weiter mit meinem TBR gemacht. Und zwar habe ich in meinem TBR-Video gesagt gehabt, ich möchte gerne endlich No Longer Lost lesen. Und eventuell, wenn ich es zeitlich schaffe, No Longer Alone, der dritte Teil davon auch noch. Ich habe beide gelesen und beide hintereinander weg. Den Teil hier fand ich mega gut. 5-Sterne-Buch. Ich nenne es den Enemies to Lovers Effekt. Das habe ich schon im Vlog gesagt. Das ist jetzt mein neues Ding. Und zwar mit Teil 1 hatte ich so ein paar Probleme. Das habe ich im Bodyweek mit Nancy gelesen gehabt. Naja, Second Chance ist sowieso nicht so ganz so mein Trope. Ich mag diesen Aufbau mit der Menschen und so extrem gerne. Ich mag die Charakterkonstellation. Hier mochte ich May und Wesley. Bei Wes muss ich immer an Weston denken, okay? Emma Scott hat mich geprägt. May und Wesley mochte ich wirklich gerne. Auch die Dynamik zwischen den beiden und dieses Projekt, das sie am Laufen haben und so, fand ich wirklich sehr interessant und auch habe es gerne mitverfolgt. Es ist halt ein sehr langes Buch. Es ist halt komplett Slowburn, alle drei Bücher. Und ich glaube, ihr neues Buch ist auch nochmal Slowburn. Da muss man wirklich etwas für mich dabei haben, was halt sehr interessant ist. Das habe ich vor allem bei Annabelle Stets Bücher oft gesagt, weil mir das bei ihr immer extrem auffällt.
Und nämlich mit dem Teil hier kam ich eher weniger zurecht. Ich dachte, hier ist ein Friends to Lovers. Und ich dachte, dass Willow und Max mich komplett überzeugen werden, weil ich mochte sie auch sehr gerne. Aber irgendwie ihre Story hat mich gar nicht abgeholt. Was ich sehr schade finde. Aber ich bin jetzt trotzdem sehr gespannt auf ihr neuestes Buch. Weil erstens ist es mega schön und zweitens ist es mega schön. Ja, ihr Schreibstil ist überhaupt nicht schlecht. Ich mag ihren Schreibstil wirklich gerne. Sonst würde ich mir ihre Bücher nicht weiterholen und hätte die jetzt auch schon längst mit aussortiert. Und wäre gar nicht daran interessiert gewesen, den zweiten Teil zu kaufen. Kommen wir zum zweiten Stapel. Mit dem zweiten Teil einer Reihe weitergemacht. Und zwar Because of You, I Want to Dream. Das ist einmal eine Neuerscheinung gewesen. Ja, ich war so gespannt auf diesen Teil, weil Enemies to Lovers. Und mir hat der erste Teil wirklich sehr gut gefallen. Es hat einen sehr schönen Vibe, vor allem jetzt im Sommer. Und deswegen war ich wirklich gespannt darauf. Hier geht es einmal um Liv und Jacob. Und nee, das war's nicht. Am Anfang klang es noch so richtig gut. Das kann richtig, richtig gut werden. Eins meiner Highlights. Vor allem, wenn es so wird wie der erste Teil so mäßig. Also bei dem ersten Teil war ich erst ein bisschen skeptisch. Wie wird es sein? Weil ich habe noch nichts von der Autorin gelesen. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Es ist sehr kurz, aber ich mochte es wirklich gerne. Hier, naja, da kam irgendwie dieser Charme nicht so rüber, wisst ihr? Dinge zwischen den Charakteren, die habe ich einfach nicht gefühlt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf den dritten Teil davon. Dann habe ich eine Fantasy-Reihe beendet. Habe ich endlich ein Weizer genommen. A Conjuring of Light. Ich habe endlich diese Reihe beendet. Wie lang hat das gedauert? Ich glaube, ich habe September 2020 23 habe ich den ersten Teil davon gelesen und weil im Oktober habe ich mir die gekauft. Das waren die ersten Bücher, die ich mir gekauft habe und jetzt habe ich sie endlich durch. Oh mein Gott, aber ey, das ist auch ein Walzer. Und ja, ich war komplett raus aus der Story. Und ich glaube, ich müsste die Story wirklich von Anfang bis Ende komplett durchlesen und das habe ich bei mehreren Fantasy-Büchern in letzter Zeit gemerkt. Ich check irgendwann nicht mehr, wie und weshalb und warum ist das jetzt so passiert? Womans Büchern ist es nicht so schlimm. So, das hat so einen straighten Faden. Aber bei Fantasy-Büchern ist es so schwierig teilweise. Und das war hier eins davon. Ich habe den Zusammenhang zwischen dem Teil und Band 1 nicht mehr verstanden. Dieses Prinzip von den mehreren Londons und er springt dazwischen. Ja, okay, das war ja komplett. Aber irgendwann diese Charakterkonstellation, so, ich habe nicht mehr durchgeblickt. Sie hat mich nicht enttäuscht. Ich liebe die Autorin. Ich glaube, sie ist meine Favorite Fantasy-Autorin geworden. Und ich will mein The Invisible Life of Adila Wu Tattoo haben, aber ich muss noch gucken, wer das macht. Dragon Ball. Super. Habe ich eben erwähnt? Habe ich auch gelesen. Leute, ihr wisst nicht. Das Einzige an diesem Buch, was ich wirklich, wirklich gut fand, ist, dass Son Goku aufgetaucht ist. Ja, irgendwie fände ich es im Moment langweilig. Weil ich habe das Gefühl, dieses Prinzip von, ich glaube, es kam auch jetzt nochmal irgendwas mit Cell. Dieses Prinzip von Super Saiyaman und so wird einfach so irgendwie so recycelt. Irgendwie fühle ich das im Moment nicht. Vor allem, weil ich Son Gohan diesen Drecks Super Saiyaman-Ding nicht fühle. Und er liegt da. Schaut, wie er hier liegt. Einzige Gute daran war, Son Gohan ist aufgetaucht. Versucht die Sachen von dem dritten Subvideo abzubauen, weil diesen Monat kommt ein neues Subvideo, wo ich euch ein Update gebe und ich wollte nicht schon wieder die 50.000 anderen Bücher zeigen und euch zeigen, dass ich ein Problem habe und lieber andere Bücher lese, als die, die sowieso schon so lange bei mir rumstehen. Dementsprechend habe ich mir The Peace That Is You rausgenommen. Das ist an meinem Geburtstag rausgekommen. Ich habe im Dezember Geburtstag. Emma, das war's wieder nicht. Also irgendwie, diese Dilogie die war schrecklich. Ich weiß nicht, ich glaube, dass viele finden es noch cool, weil es ein bisschen was anderes ist. Nee, das war's nicht. Ich will es einfach wieder weglegen. Ich will einfach vergessen, dass ich das gelesen habe. Und genauso wie der erste Teil. Aber der erste Teil hat mich so krass traumatisiert. Ich kann ihn nicht vergessen. Für mich war es nichts. Ich stecke jetzt alles in ihr Fantasy-Buch, ihr erstes. Kann ich das tun? Wahrscheinlich nicht. Ansonsten muss ich mal Bring Down Stars rereaden oder so. Apropos rereaden, ich hätte nämlich Lust, in der nächsten Zeit mal zu gucken. Also ich weiß nicht, ich sage immer oft, ich möchte Bücher rereaden, aber ich komme nicht dazu, weil ich eher die Bücher lese, die ich hier habe. Aber im Moment, ich habe sehr viel, was ich als Hörbuch hören kann und nicht unbedingt lesen müsste. Und ich habe wirklich Lust auf Rereads und vielleicht so alte Highlights von mir zu lesen und wie ich sie jetzt finden würde und so. Ich hätte Lust daraus, einen Reading-Vlog zu machen, also einen einzelnen Reading-Vlog und nichts in meine Weekly-Vlogs einfließen zu lassen. Falls ihr darauf Lust habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr das Video bis hier geguckt habt, dann schreibt eine Ananas in die Kommentare oder so. Wir machen weiter mit einem Manga und zwar einmal Ranma, der dritte Band. Ja, mit dem dritten Band hatte ich ein paar Probleme. Dieser Charme, den ich in Band 2 hatte, war hier dann nicht mehr so vertreten. Wie die Charaktere generell miteinander umgehen und dieses, die kämpfen die ganze Zeit, aber so richtig unnötig.
ist irgendwann ein bisschen viel geworden in dem Band, aber ich bin trotzdem interessiert daran weiterzulesen. Also irgendwie, es gefällt mir auf jeden Fall viel, viel mehr als gedacht hätte. Das habe ich schon, glaube ich, zu Band 2 gesagt. Dann eine weitere Neuerscheinung. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich sie jetzt diesen Monat bekommen habe oder letzten Monat. Ich glaube, es war diesen Monat. Und zwar Disco Love von Lily Lucas, das neue Buch. Und ich habe mich recht schnell dran gesetzt, um es zu lesen. Ich mochte diesen Vibe von diesem Buch extrem gerne. Absolutes Sommerbuch auf Hawaii, Surfing, was weiß ich nicht alles. Also, es hatte eine sehr schöne Atmosphäre. Leider ist dieser Charme nicht so rübergekommen, den ich jetzt bei den Cherry Hill Büchern hatte, weil da war es ja so, dass ich habe dieses Buch angefangen und ich wollte sofort durchlesen. Das hatte ich hier eher weniger. Ich war sehr gut gefesselt zu dem Buch, aber ich hatte teilweise Stellen, wo ich so war. Ich bin sehr gespannt auf Band 2. Ich glaube einfach, hier war es so diese Charakterkonstellation zwischen den beiden, zwischen Luisa und Vince einfach nicht so das, was ich brauche irgendwie. Nee. Dann habe ich mit einer Reihe weitergemacht. Ich war ein bisschen skeptisch, wie ich es jetzt in der nächsten Zeit finden werde. Und zwar einmal Pretty Savage. Pretty Scandalous. Hatte ich also meine Probleme mit der Beziehung. Es war sehr lang und ich habe so viel gesehen. Oh mein Gott, das Buch ist so gut. Oh mein Gott, 5-Sterne-Buch. Und ich währenddessen saß hier so und war so. Also das Prinzip von der Story ist gut, aber ich finde es so langweilig und es regt mich so auf, dass man nichts erfährt. Aber hier hat man mega viel erfahren. Ich fand hier den Aufbau. Ich fand es ein bisschen verwirrend, weil ich dachte die ganze Zeit, dass Peyton ist eigentlich das, was in der Vergangenheit passiert ist immer. Weil teilweise war das ja so und dann war irgendwie was mit Peyton, dass sie da ist und jetzt mit so da mitfuscht. Hab diesen Übergang wahrscheinlich nicht gecheckt. Ich fand das Buch hier um einiges besser als Band 1. Gab es diese Beziehung nicht so schlimm? Also ich mag Monroe überhaupt nicht. Konnte ihn schon im Band 1 nicht ab. Jedenfalls war das Ende sehr schlimm. Okay, das Ende war sehr schlimm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Aber es war sehr schlimm für mich. Dann habe ich beendet The Grandmaster of Demonic Cultivation. Und ich zeige euch jetzt die Light Novel, die ich nicht gelesen habe, weil ich so lange dran saß. Also ich saß irgendwie 50 Seiten in dem Buch und da habe ich so keine Lust mehr. Es ist so anstrengend, das zu lesen. Aber damit ich euch was zeigen kann, weil ich die natürlich jetzt nicht mehr hier habe, haben wir hier die erste Light Novel. Ich habe alle 6 Bände gelesen von dem Manoir. Kam natürlich viel besser damit durch, viel schneller auch als das und jetzt 6 Mal dazu. Ich muss sagen, das ist überhaupt nicht meine Story war. Eigentlich fand ich es ganz cool. Ich bin nur von wahrscheinlich was anderem ausgegangen von dem, was Sharon mir erzählt hat. Ich wusste, dass es Boys Love ist, aber das, also das war wirklich das anstrengend. Machen wir weiter mit meinem TBR. Wer hätte gedacht, dass ich dieses Buch noch lese? Alone with You in the Attic. Und die Frage, die ich mir jedes Mal gestellt habe, wieso sind da Bienen auf dem Cover? Ich verstehe nicht, wieso da Bienen auf dem Cover sind. Ich muss sagen, dass dieses Buch mich eher weniger abgeholt hat wie The At the Six. Es war angenehm geschrieben. Ich mochte den Aufbau vor allem am Anfang, weil es so ein bisschen anders aufgebaut war. Aber im Großen und Ganzen hat mich die Story nicht viel abgeholt. Ich bin trotzdem gespannt, noch was anderes von ihr zu lesen, wie One for My Enemy. Aber als erstes werde ich The Atlas Paradox lesen, bevor ich mir jetzt irgendwie was Neues noch von ihr hole. Dann habe ich ja gesagt, ich habe noch andere Bücher von Nancy hier und diese habe ich nämlich auch gelesen. Und zwar einmal bei Family 8, 3 bis 8. Also ich verstehe jetzt, wieso Nick gesagt hat, man muss einen bestimmten Humor dafür haben. Ich mag's, aber es hat mich jetzt auch nicht so ganz abgeholt. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, weiterzulesen. Bin froh, dass Nancy ihre Bücher dann nächstes Mal direkt wieder bekommt. Dann habe ich mit einem Thriller weitergemacht. Auch ein Buch, wo man sich gedacht hat, liest die das überhaupt noch? Death of a Bookseller. Und ich wünschte, ich hätte es nicht gelesen. Also es klang ja sehr vielversprechend, wo ich mir es geholt habe. Ich so, gerade mein Thriller-Film. Ich will neue Thriller haben. Falls ihr gute Thriller kennt, schreibt mir gute Thriller in die Kommentare. Die Charaktere waren eigentlich recht gut geschrieben, aber ich hatte das Problem, dass mich das nicht so wirklich ganz gecatcht hat, weil mich beide Charaktere extrem aufgeregt haben. Ja, dadurch, dass mich die Charaktere mehr aufgeregt haben, als mich wirklich überzeugt haben, hatte ich jetzt nicht so ein ganzes Interesse dran. Außerdem war es sehr Slow Burn Thriller. Also es hat wirklich sehr lange gedauert, bis irgendwas passiert ist. Und deswegen war auch mein komplettes Interesse irgendwann total weg. Ich war so, wo passiert jetzt auch noch was? Dann habe ich mit einem Manga weitergemacht, weil ich hatte vor, mehr Mangas eigentlich in der stressigen Zeit zu lesen. Habe ich aber gar nicht so viel getan. Und zwar habe ich dann mir Sakamoto Days 11 genommen. Ich kann mich kaum noch an den Band erinnern. Leute, wie kann das denn sein? Irgendwie bei Sakamoto Days flutscht so mein Gehirn durch. Ich lese es, ich finde es ganz cool und dann weg. Kommen wir auch schon zu den letzten 3 Büchern. Ja, wir haben es endlich fast geschafft. Und zwar haben wir dann unseren Buddy-Read beendet, den wir letzten Monat schon angefangen haben. Also im Juni haben wir den angefangen. Afford to Forgive. Und wir haben ungefähr wirklich einen Monat gebraucht, um das Buch durchzubekommen, was ja in einem Buddy-Read total normal ist. Ich komme sowieso nicht so gut mit den Schreibschriften von Morgan Mon Komlett zurecht. Mal mag ich es, mal mag ich es nicht. Hier war ich Verpackungsopfer und ich war so, okay, Nancy mag ihren Schreibstil und ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man 2 verschiedene Meinungen hat.
diese Meinungen sind so nach so gegangen. Wirklich, wir haben uns dann irgendwann getroffen und mal so, ja. Die Geschichte war ja ein ganz cooles Prinzip, aber irgendwann ist es einfach nur nervig. Man wird hin und her geworfen, weil entweder denkst du, es ist der, entweder denkst du, es ist der, entweder denkst du, es ist der. So, und ich hatte von Anfang an eine Vermutung und das hat sich immer wieder wiederholt. Und ich war so, das muss ja diese Person gewesen sein. Plotmäßig habe ich, ab irgendeinem Punkt habe ich was komplett anderes gedacht, aber plotmäßig habe ich daran am wenigsten gedacht, was jetzt da passiert ist. Gebe ich ihr einen Punkt, aber von diesem ganzen Hin und Her, was davor passiert ist, diese 400 Seiten, dachtest du dir auch so? Nö. Du hast jetzt dieses ganze Hin und Her veranstaltet für das? Nee, gar keinen Bock mehr. So, dann bist du einfach durch, du bist einfach sauer. Ich fand die Charaktere, um die es im Endeffekt ging, also Camellia und Lou, fand ich auch nicht so wirklich überzeugend. Ich fand sehr oft, wie sie miteinander umgegangen sind, einfach total unangenehm und irgendwie hat das für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, wieso sie so sind. Ich glaube, dass ich mit dem ba zweiten Band besser zurechtkommen werde. Und ich gebe den ganzen nochmal eine Chance. Ich bin Verpackungsopfer. Ich finde die Cover schön. Ja, ich hoffe auch, dass es mir gefallen wird. Ich habe keine Ahnung, worum es in den anderen beiden Bändern noch gehen wird, aber ich hoffe, mir wird Band 2 ein bisschen besser gefallen. Dann habe ich mit einer Reihe weitergemacht, wo wir nämlich auch wieder bei einem Neuzugang aus dem Dezember sind. Mir fehlt dann nur noch einer und den lese ich im Moment gerade dementsprechend. Ich habe bis zu dem Punkt, wo das Video online ist, habe ich alle Neuzugänge aus dem letzten Jahr komplett abgebaut. Das ist mein Achievement. Okay? Das ist mein Achievement. So, und zwar habe ich weitergemacht mit Fuel the Fire. Das hatte ich ja gehört, wo ich mein Bücherregal umsortiert habe. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, kann ich euch das Video mal hier verlinken. Währenddessen habe ich das gehört und ich habe länger dran gesessen. Dementsprechend hatte ich das durchgehört, auch während des Videos. Und dann habe ich noch ein anderes Buch angefangen. Ja, Rose und Connor haben mich nicht so ganz überzeugt. Ich war sehr gespannt auf Roses Geschichte, weil ich mich mit Rose am meisten identifizieren konnte. Muss aber sagen, also ich bin so eine Mischung aus Rose und Lily. Bin aber jetzt trotzdem auch sehr gespannt auf Daisy und Wyke. Also Daisy und Wyke haben mich als Pärchen am meisten interessiert. Lily und Lo haben komplett mein Herz erobert, aber Rose und Connor war es irgendwie nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und dann kommen wir auch zum letzten Buch. Und zwar das andere Buch, was ich dann angefangen habe, ist einmal My High. Und da habe ich auch nochmal ein Highlight gefunden. Und zwar, ich mochte das Buch wirklich, wirklich gerne. Es ist so mehr als so ein BookTok-Buch. Und man merkt es auch. Und es ist nicht ganz so spicy, wie ich erwartet habe bei einem BookTok-Buch. Also ich dachte, das Buch ist jetzt komplett unnötig gefüllt mit spicy Scenes. War es aber gar nicht. Es war unnötig lang. Aber ich mochte die Art, wie es geschrieben war, sehr gerne. Und zum anderen mochte ich die Charakterkonstellation auch wirklich gerne. Dementsprechend hat es mir auch nichts ausgemacht, dass es etwas länger war. Vor allem ging es um Eishockey. Ihr wisst, ich liebe es, über Eishockey zu lesen zumindest. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Band 2. Das waren dann auch schon alle 36 Bücher, die ich gelesen habe. Ich würde hier das Video beenden, nicht noch unnötig drum rumlabern. Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich, ihr habt mir einen Daumen nach oben da gelassen. Ansonsten könnt ihr es jetzt noch tun. Ansonsten in die Kommentare habe ich ja öfters gesagt, was ihr mir schreiben sollt. Ansonsten könnt ihr mir gerne nämlich schreiben, was ihr so gelesen habt und was euer Highlight so war. Vielleicht kann ich mir das ein oder andere Buch rauspicken. Dann checkt gerne meine Social Media Links unten in der Videobeschreibung aus. Abonniert, wie gesagt, meinen Kanal. Und dann sehen wir uns am Montag zu einem neuen Vlog wieder. Und bis dahin. Tschüss. I don't see ya. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.